Also Herr der Ringe ist wie gesagt ein MMO, RPG. Das heißt, das ist halt richtig nerdig, ne? Wie man es kennt. Wir machen heute, würde ich sagen, mal ein bisschen Main Story. Dann werde ich euch ein bisschen was vorlesen, ja. Wir sind jetzt hier kurz vor der Wetterspitze. Wer die Filme gesehen hat, weiß, dort wird Aragorn mit den Gefährten, zumindest den Teil der Gefährten, bevor es nach Bruchtal kommt, das erste Mal von den Nazgûl überfallen. Und da gucken wir jetzt. Ich glaube, das Event ist schon vorbei und dann kommen wir danach dann hin. Jetzt gucken wir aber erstmal, was wir bekommen. Universelle Krafttränke, okay. Das müssten wir auch mal machen. Wie kann ich zu Diensten sein? So. Gucken wir mal, ne? Also, wir sind hier hingeschickt worden. Der hat zu uns gesagt, wir sollen so ein paar Wölfe töten und so, damit er hier besser arbeiten kann. Und vom Prinzip sind wir jetzt aus Bre, aus dem ersten Hauptdings, wo das kennt man ja, wo der... wo wir Streicher kennengelernt haben, also Aragorn. Wenn ihr die Filme nicht gesehen habt, guckt es euch an, ja. Also ganz, ganz geil. Und er hat uns hierher geschickt, wir sollen mit dem hier Kontakt aufnehmen. Ich danke euch, Gorbi, aber mein Dank kommt Hand in Hand mit Sorge, denn nie zuvor habe ich in Eriador eine solche Streitmacht von Orks gesehen. Gut organisiert und ausgerüstet. Sie haben ein Lager an einem Ausgang am Mückenwasserpass und ein seltsames Symbol auf ihren Bannern und Schilden. Ein Zeichen, wie ich es nie zuvor gesehen habe. Dieses Lager birgt eine riesige Menge Orks und doch mag der Tag kommen, an dem wir sie triumphierend aus den einsamen Landen, ist das Gebiet, wo wir gerade sind, aus den einsamen Landen vertreiben werden. Leider nicht heute, aber vielleicht in nicht allzu ferner Zukunft. Es gibt dann noch eine andere Sache, die unserer Aufmerksamkeit bedarf. Eine dringende Angelegenheit. Mit der Zerstörung des Orklagers am Mückenwasserpass werden wir uns später befassen. Was benötigt ihr? Als ich mich zur Suche nach Radagast, das ist der Kollege von, wie heißt er? Von Saruman und Gandalf, dieser dritte große Zauberer, der so ein bisschen durchgeknallt ist. Als ich mich auf der Suche nach Radagast am Mückenwasserpass aufmachte, sah ich, wie ein Orkbote in großer Eile von dort aufbrach. Ich eilte hinterher und verfolgte ihn in den Hügeln in Richtung Osten und dann gen Süden. Doch dann wurde meine Suche unterbrochen. Ich konnte ihn nicht weiter folgen, denn am Himmel kreisten widerliche Krebeien, das sind diese Krähen, ja, die auch vom dunklen Herrscher in Mordor gesendet werden. Und hätten sie mich erspäht, so wäre dies unserer Sache abträglicher gewesen, als ich zulassen kann. Daher muss ich euch erneut um Hilfe bitten. Der Bote überbringt wahrscheinlich Befehle an die Außenlager. Wenn ihr den Boten abfangen könnt, erfahren wir vielleicht, wie diese Befehle lauten. Damit wären wir gegen die Bedrohung durch die Orks besser gewappnet. Durch die Orkslager in Düsterweihe im Westen, durchsucht die Orklager in Düsterweihe im Westen und kehrt zu mir zurück, wenn ihr die Befehle habt, die dieser Bote sicher bei sich trägt. Ich werde andernorts nach Radagast suchen. Alles klar, das machen wir jetzt mal. Wo sind die? Huh? Ach, hier drüben sind die. Ach, direkt hier vor mir, oder was? Alles klar. Ich muss jetzt ewig reiten, aber ist direkt hier nebendran. Hier. Oh. Können die schon haben? Nee. Ist alles tot? Hat gerade schon einer aufgeräumt anscheinend. Hä? Irgendwo müssen hier die Befehle rumliegen. Beschafft die Ork-Befehle. Wir müssen doch hier sein, oder? Ich bin hier mittendrin. Ja gut, dann räumen wir hier halt mal kurz auf.
Und direkt mal lag. Salau ist ein Free-to-Play-MMO. Ja. Man muss, also Pay-to-Play nenne ich es eher mal. Man muss die Gebiete freikaufen. Das habe ich aber damals schon gemacht. Und dementsprechend sind jetzt die Server, und das ist schon 11 Jahre alt, ja, dementsprechend sind die Server auch nicht so toll. Aber wo sind die Befehle? Die müssen doch dann irgendwo hier liegen, oder? Da ist ein Bote. Der hat die bestimmt, oder? Oh ja, der ist auch Elite. Zumindest ein Named. Yo, Ork-Befehle beschafft. Nice. Was benötigt ihr? Die Echt jetzt? Und der Typ hilft mir nicht mal. Hallo? Wie kann ich zu Diensten sein? Die Befehle sind der schwarzen Sprache für Vascorbi. Eine Sprache, welche ich nie zu erlernen begehre. Warum nicht? Wäre doch ganz cool. Ich hätte darauf gefasst sein sollen, doch ich hoffte, wir würden sofort etwas Nützliches erfahren. Während ihr den Befehlen auf der Spur wart, folgte ich Spuren von Radagast über die Hügel. Ich war nicht allein auf der Suche, denn eine Gruppe Orks erreichte bald meinen Standort. So musste ich die Verfolgung einstellen und wurde beinahe von den Feinden überwältigt. Auf der Flucht verlor ich meinen Bogen und schaffte es nur mit Mühe und Not, den Orks am Waldrand auszuweichen. Ich bin nur um Haaresbreite entkommen, Gorbi. Eine knappe Begegnung, die mir etwas Einblick über die Anführer der Orks verschafft hat. Ihr jedoch habt eure Sache gut gemacht und bald werden wir wissen, was die Orks vorhaben und wer ihre Anführer sind. Seid gegrüßt. Was kann ich für euch tun? Was meinst du, welche Welt? Herr der Ringe. Oder meinst du, welcher Server? Server ist EU.de, nicht RP-Server. Also Gaihin oder so? Ich kann es ja nicht auswendig sagen. Irgendwas mit G. Es gibt, glaube ich, nur 2 deutsche Server. Und das ist der eine davon. Gaihin oder irgendwas mit G. Es gibt nur 2. Das andere ist mit B. Das ist aber, glaube ich, der RP-Server. Und das hier ist der mit G. Und hi. Willkommen im Stream. Wie kann ich zu Diensten sein? Ich wäre den Orks, denen ich folgte, leicht ausgewichen, Gorbi, wenn da nicht unser Oberanführer gewesen wäre, der an ihrer Seite reiste. Uzor. So nannten sie ihn. Und sie zeugten... Was? Und sie zeugten ihm die Art von Respekt, die diese Kreatur ihren stärksten und wildesten Kriegern vorbehalten. Okay, super Satz. Wahrscheinlich kehrte Uzor über den Mückenwasserpass nach Rauschbrung zurück, denn das schien sein Herrschaftsgebiet zu sein. Er muss getötet und die Befehle, die er erhielt, müssen in unserem Besitz gebracht werden. Rauschsprung liegt nordwestlich von hier, am nordöstlichen Rand des Mückenwasserpasses und ist von seichtem Wasser umgeben. Bezwingt den Anführer Uzor und sucht in seiner Nähe nach einem Brief. Kehrt siegreich zu mir zurück, dann bereden wir, was als nächstes zu tun ist. Rauschsprung wird sich als gefährlicher Ort erweisen, Gorbi, also habt Acht. Ich werde meine Suche nach Radagast fortsetzen. Ja, cool, machen wir das. Ich will heute Main Story machen. Schade, ich spiele auf dem deutschen RP-Server. Ja, ich wollte wegen Stream oder so, wollte ich jetzt keinen RP machen, ne?
Ich lese die Main Story lese ich mir durch, ja, weil mich die auch selbst interessiert. Und als ich das vor 5 Jahren gespielt habe, habe ich einfach nur gelevelt und weitergeklickt. Dementsprechend lese ich mir die Main Story durch. Die restlichen Quests mache ich einfach so. Ist eigentlich RP, ich habe das mal gehört, ist eigentlich nur, wenn man will, ne? Also ist keine Pflicht auf dem RP-Server. Okay, ja, das ist dann nice. Was muss ich hier machen? Da jetzt Bogen einsammeln. Wer ist denn die Quest? Hockdiebe. Ich sollte vielleicht da hochgehen, da sind die ja anscheinend auch. Ich finde das Spiel sehr entspannt. Mein erster Char von vor 5 Jahren war 86, glaube ich. Ich habe es vorhin gesehen im Ladescreen. Oder im Titelbildschirm. Ich meine Level 86. Irgendwie zweites Add-on oder sowas. Direkt und ah, da oben, okay. Oh, was ist das hier? Ledierte Schatulle. Sammelt ledierte Schatullen, okay. Ich bin Level 90. Erster Char. Anscheinend, ne? Der Level dauert schon lange in diesem Spiel. Wollen sie aber auch, ne? Damit verdienen die ja ihr Geld. Vollkommen legitim. Ich finde es auch nicht schlimm, dass eine Levelphase lange dauert. Ich find's eigentlich eher schade, wie es bei WoW ist momentan, dass du so super schnell levelst einfach nur. Das ist echt eigentlich schlecht. Ja. Aber klar, WoW ist ein Bezahlmodell, ein monatliches Bezahlmodell. Und da ist denen ja egal, da wollen die Leute, will halt Blizzard, dass man schnellstmöglich in den neuesten Content kommt, um mit anderen Leuten zu spielen, um die Leute an das Spiel zu binden. Ja. Und hier ist einfach so, für alles, was du machst, musst du halt Geld bezahlen und dementsprechend wollen sie, dass du allen Content längst möglich machst, um maximal Kohle zu bezahlen. Ja, klar, ist halt so. Ist aber auch in Ordnung. Dafür ist es ja Free-to-Play erstmal, ja. Aber ich finde es super schön designed. Ich sag das immer wieder für die Leute, die es auf YouTube gucken. Die denken bestimmt immer, jetzt erzählt er das schon wieder, der Gorby. Aber ich finde es einfach schön designed, ja. Ich finde es echt schön. Es ist anspruchsvoll teilweise. Ich weiß nicht, so Minen von Moria und so war dann schon recht anspruchsvoll. Und dementsprechend ist das alles tipptopp. Hier ist echt noch recht leicht alles jetzt. Meine Hilfsbereiche zu erfahren. Das ist cool.
Ja, das habe ich jetzt leider noch nicht. Das weiß auch nicht, ob ich das... Wenn man im Stream ist, ist das immer ein bisschen schlecht. Vielleicht über Leute, die dann hier reinkommen, die auf demselben Server spielen oder so, dass man da eben was findet. Also, eine Sippe jetzt suchen oder so. Ja, dafür ist es jetzt auch noch zu früh, ja, beziehungsweise recht unnötig. Das Einzige, was wichtig ist, meiner Meinung nach, wäre, oder wo es gut wäre, wäre für Instanzen, ne? Da wäre es echt toll. Weil ich mag es überhaupt nicht, durch eine Instanz gezogen zu werden. Ja, das mag ich überhaupt nicht. Ich will die erleben, so wie man sie erleben sollte, im richtigen Level. Oder eben dann alleine machen, wenn man stark genug ist. Aber das Schönste ist, mit einer vollen Gruppe im richtigen Level die Instanz selbst zu erkunden. Am besten noch, wenn jeder es zum ersten Mal macht. Ja? Ich finde auch, das Spiel ist super gealtert, ne? Ich habe schon mal gesagt, es ist zwar ein bisschen überladen, ja. So, es ist zu viel im MOI und so weiter. Die meisten gehen aber nicht allein, weil man Schalter betätigen muss. Okay, gleichzeitig und so, ja gut, das geht dann natürlich nicht. Ja, zum Beispiel Hügelgrab würde ich gerne gehen, aber... Ne? Muss halt erstmal eine Gruppe finden. Und im Stream ist es halt immer so, wenn du streamst und dann willst du ja halt auch streamen und nicht erstmal 2 Stunden eine Gruppe suchen. Hallo? Naja. Ich hoffe doch mal, dass das hier oben ist. Hallo? Habe ich das mitgenommen? Ja. Ist schon wieder da. Da ist er, der Uzor. Und die Ork-Befehle. Was macht der denn? Eine Verstärkung gerufen, oder was? Geil. Finde ich auch so eine geile Idee, mit dass man keinen Fallschaden bekommt, sondern je höher man fällt, umso länger kann man langsam laufen, weil man sich den Knöchel verstaucht hat. Nicht so geil, die Mechanik. Ist richtig gut. Wasser sieht schön aus. Ein rundum schönes Spiel. Das Einzige, was mich ein bisschen nervt, was glaube ich aber später besser wird, leider dazu abgezogen zu nehmen, ja. Was später besser wird, ist die Art der Quests, ja. Also hier ist es mir, ich muss sagen, in Vanilla, also bis Level, keine Ahnung, was das war, 60 oder so,
ist es mir ein bisschen zu mau, was die Questarten angeht. Es gibt immer nur Töte oder Sammle. Ja, es gibt nichts anderes. Oder Bringe zu. Fehlt ein bisschen Abwechslung. Das ist das Einzige, was ich ein bisschen schade finde. Was benötigt ihr? Was benötigt ihr? Was benötigt ihr? Ein weiterer Brief, der in der schwarzen Sprache verfasst ist, Gorby. Die Sprache von Mordor wahrscheinlich. Und auch dessen Bedeutung bleibt mir wieder verborgen. Im Gegensatz zum letzten Brief trägt dieser jedoch das Zeichen der weißen Hand von Saruman. Ich muss herausfinden, welche Nachricht sich dahinter verbirgt, Gorby. Dies ist keine Aufgabe für euch, Gorby. Ich weiß, dass ich Gorby heiße. Wie oft will er das denn noch sagen? Ich bin endlich auf Informationen über den Aufenthaltsort von Radagast gestoßen, aber es gibt da etwas, das ihr zuvor sehen solltet. Achso. Was benötigt ihr? Nichts. Als ich aus den östlichen Landen zurückkehrte, wurde der Nachthimmel über der Wetterspitze von hellen Blitzen aus weißem Licht erleuchtet. Genau wie bei einem Gewitter. Doch keine einzige Wolke verdunkelte den Himmel. Ich glaube nicht, dass es ein gewöhnlicher Sturm war, der Amon-Sul in dieser Nacht heimsuchte. Amon-Sul heißt das, die Wetterspitze, okay. Ich möchte, dass ihr die Ruinen auf der Wetterspitze untersucht. Vielleicht findet ihr etwas. Wenn ihr etwas Ungewöhnliches entdeckt, dann kehrt unverzüglich zu mir zurück. Wie kann ich zu Diensten sein? Ah, ich muss jetzt manuell hochlaufen. Okay. Such den Gipfel der Wetterspitze. Muss ich auch hier runter? Ah ja, okay. Jetzt wird's spannend. Hier überhaupt richtig? Das sieht nicht nach einem offiziellen Weg aus. Scheint schon. Sucht auf den Gipfel. Ah, guck mal. Hier in Rohan sind die. Was die aus, starten auch mau. Aber die Nebenstory gefällt mir. Was meinst du mit aus starten? Ich glaube, das hier ist der offizielle Weg. Die Questarten. Ja, die sind echt mau, ne? Oh, das ist sehr hoch. Oh, das hat richtig weh getan. Oh, der hat geschrien. Die Questarten, ja, das stimmt. Ich glaube auch, das wird besser, ne? Also, so wie ich das schon. Geil, kann man hier drüber laufen. Guck mal. Gibt's hier irgendwas Spezielles? Ja, wird aber später besser, ne? Also ich weiß, gerade so in Moria und so weiter waren die Quests schon um einiges geiler. Natürlich, es ist ein MMO, es ist wie bei jedem klassischen MMO, es ist immer noch suchen, finden, töten, ja. Aber ich meine, da war schon ein bisschen mehr Abwechslung drin.
Wie kann ich zu Diensten sein? Ihr habt etwas gefunden. Lasst mich mal diesen Steinreiberdruck sehen, den ihr gemacht habt. Es sind ungewöhnliche Runen, doch ich weiß nicht, was sie bedeuten. Leider kann ich daraus nichts über den Blitz schließen, Gorby. Doch es sagt etwas über dessen Ursprung aus. Vermutlich dieselbe Person, die dafür verantwortlich ist, dass ihr zu mir gesandt wurdet. Streicher. Ah, jetzt kann man das Solo und das ist cool. Gorby, ich habe Neuigkeiten von Radagast, aber ich muss euch erneut um Hilfe bitten. Den Brief, den ihr aus Rauschsprung gebracht habt, berichtet von den wahren Zielen der Orks, die Kontrolle über Amon Sul zu ergreifen. Orkstreitkräfte sollen sich bald auf den Vormarsch zum Gipfel von Amon Sul begeben. Sie werden sich im Schutze der Nacht bewegen und in einer großen Gruppe voranschreiten, wobei sie sich auf den Weg in kleineren Einheiten aufteilen werden. Wir haben keine Chance gegen diese Streitmacht, solange sie vollständig sind. Doch können wir etwas anrichten, wenn sie verteilt sind. Wir sollten ein Lager errichten, welches in einen Aussichts... Sie wollen ein Lager errichten, welches ihnen einen Aussichtspunkt über die gesamten einsamen Lande verschafft. Wir müssen ihren Plan vereiteln, Gorby. Kehrt zu mir zurück, wenn ihr bereit seid. Gemeinsam werden wir Amon Sul erklimmen und ihren Anführer Rigul besiegen, bevor er dem Willen seiner Meister folgen kann. Ja, geil. Was benötigt ihr? Machen wir. Wetterspitze, einst Wachturm der Dunedain, ist nun Zufluchtsort der Orks. Kandaid der Waldläufer will ihren Stützpunkt in den Wetterbergen zerschlagen. Machen wir das. Ich grüße euch. Grüß dich auch. Kandaid. Wir müssen uns beeilen, Gorby. Wir haben die Anführer der Urukai auf den Flanken der Wetterspitze zusammengedrängt. Wenn es uns gelingt, sie zu besiegen, dann verlässt die gesamte Truppe der Mut und sie werden sich winselnd zu ihren Meister im Süden zurückziehen. Seid aber vorsichtig, man weiß ja nie. Die Anführer haben sich an den Hügel versammelt. Wartet, da zu spät. Boom. Fackel? Kann ich ja nicht kämpfen. Warum auch immer ich jetzt eine Fackel nehmen soll. Diese Fackel ist vielleicht... Nehmt die Fackel. Und dann? Benutzt die Fackel mit dem Holz. Vielleicht können wir so... Okay. Aha. Ah, es ist so geil, der Spell. Warum haben die eigentlich keine HP-Balken mehr drüber? Ah, doch haben sie, okay. Was soll ich denn machen? Ah, nochmal mit ihm reden. Okay. Der Pfad teilt sich dort vorne. Ich werde den rechten Weg entlang gehen, ihr den linken.
Wenn alles gut geht, dann treffen wir uns auf dem Gipfel der Wetterspitze. Wartet, bis ich außer Sichtweite bin, bevor ihr losgeht. Denkt daran, wir müssen die Anführer töten, wenn wir sie wirklich schlagen wollen. Benutzt die Fackeln, die ihr bei den Scheiterhaufen auf dem Pfad findet. Damit erregt ihr die Aufmerksamkeit der Orks. Alles klar. Machst du mal hier auf? Ah, ich darf aufmachen jetzt, okay. Okay, links, ist ja gut, ich gehe links. Der geht sogar da hoch. Fallen wie die Fliegen. Boom. Easy. Was brauche ich? Fackeln. Oh, der hat mich ausgetrickst. Oh, die haben mich ausgetrickst. Hahaha, ist so geil, ne? Das ist echt geil. Was für ein Lärm, ihr Hundesöhne. Oh, da ist er. Bub Hosch. Der kleine Bub Hosch ist das. Verfehlt, verfehlt. Wenigstens der Dicke trifft. Bub Hosch wurde besiegt. Wie ist falsch, ne? Ich muss trotzdem da hoch. Gesperrt? Warum? Aha. Oh, das macht doch Schaden, wenn ich durchlaufe. Okay, aber nur minimal. Mir fehlt so ein bisschen ein Speedboost irgendwie, so ein schneller Laufen außerhalb des Kampfes. Das fehlt mir ein bisschen. Jedes Mal aufmauten ist Bullshit. Yeah, Billys Bezwinger mittelschwer, alles klar. Oh, jetzt kommen sie alle.
Das ist ja geil. Oh ja, was ist das denn? Warum ist denn da das Feuer an? Oh, da kommt ein Blitz. Wir sind tot. Meine, der eine hat es nicht gepeilt hier. Nein, 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 abbrechen. Für den einen brauche ich nicht mein Ei. Darum ist Mutz. Besiegt Mutz. Mach ich. Mutz hat viel weniger HP als sein Walk. Rechts auf dem Gipfel der Wetterspitze mit Kandai. Gut, machen wir. Bitte? Ja, danke. Na ja, so langsam kommen wir ein bisschen höher. So, mal zusammengerechnet, Heavy Brim. Woher kommt eigentlich Heavy Brim? Nicht zufällig auch von Isaac, oder? Nicht zufällig hier von The Binding of Isaac. Würde gut passen. Hast du mal ausgerechnet, wie viel Geld schon investiert hast in das Game? Das habt ihr gut gemacht, Gorby. Sogar besser als ich, wie es scheint. Die Urukai und die Orks haben mich fast erledigt. Ich habe tiefe Wunden davon getragen. Macht euch jedoch jetzt keine Gedanken um mich. Hinter dem Tor steht der Urukai, der diese Bande anführt. Geht durch das Tor und erschlagt ihn. Wir können nicht zulassen, dass die Orks eine Festung im Norden aufbauen. Ein wenig Geld ausgegeben. Ja, aber wenn man es überlegt, früher habe ich mir das auch immer überlegt, aber für WoW habe ich damals, glaube ich, 13,99 oder 14,99 gezahlt. Monatlich, auch wenn ich nicht gespielt habe, und da ist das hier schon recht günstig. Außer du kaufst dir natürlich die ganze Zeit irgendwas, ne? Irgendwas mit Level XP Boost und so weiter. Hallo? Ich hatte Lag gerade. Oh! Oh, jetzt hat Bergtroll. Nein! Er hat mich gestunt. Und schon wieder. Boom. Nice. Das habt ihr sehr gut gemacht. Und ich bin schwer verwundet, aber ich werde es überleben. Kommt, kehren wir zu meinem Lager zurück. Der Arme, ne? Was benötigt ihr? Die verbliebenen Orks sollten uns nicht in Schlaf rauben. Wir sind zu weit von den Südlanden entfernt und werden... Sie sind zu weit von den Südlanden entfernt und werden sich sicher schnell zerstreuen und kaum noch Ärger in den einsamen Landen verursachen. Wir haben einen entscheidenden Kampf gewonnen. Ihr habt euch eine Ruhepause verdient, denn die Orks stellen jetzt keine Gefahr
keine große Bedrohung mehr da. Lasst mich euch nun dabei helfen, Radagast den Braunen zu finden. Ich hatte ein Jahr VIP. Plus nochmal 30 Euro für die Pakete, gute 30 Euro. Ja, ist recht wenig dafür, dass du, wenn du sowas konstant spielst, ja nichts anderes großartig spielst, ne? Ist das schon geil. Oh, nein. Ist ja auch nicht. Wie kann ich zu Diensten sein? Ich konnte Radagast im Süden aufspüren und habe dort Freunde getroffen, die er klein, die sich in den Ruinen der einsamen Lande niedergelassen haben. Sie sind ein ruhiges und zurückgezogenes Volk, die sich aus der Gesellschaft zugunsten eines einfachen Lebens hier draußen zurückgezogen haben. Die wenigen, die sich in zivilisierten Gegenden der Welt vorwagen, sind immer noch anders als die meisten Leute, denen ihr jemals begegnet seid. Aus diesem Grund sind sie gegenüber allen, die den Kontakt zu ihnen oder ihren Verbündeten suchen, sehr misstrauisch und anscheinend hat sich Radagast ihre Hilfe gesichert. Nicht erst jetzt, sondern schon vor langer Zeit. Ich fürchte, ihr werdet euch das Recht verdienen müssen, mit Radagast zu sprechen. Ich habe alles getan, was in meiner Macht steht. Mein Pferd wird euch nach Südosten zur verlassenen Herberge bringen. Dort solltet ihr mit Gardarik Munk sprechen. Er wird euren Namen kennen. Alles Gute, Gorbi. Wie kann ich zu Diensten sein? Alles klar. Oh, das geht sogar Schnellreise. Das ist cool. Ja, ich habe keine Ahnung. Ich habe das, wie gesagt, vor 5-6 Jahren mir alles nach und nach beim Spielen gekauft. Jedes Gebiet oder jedes Add-on. Ich weiß gar nicht, was das letzte war. Reiter von Rohan oder so? Ich weiß es gar nicht mehr. Aber ich finde es so schön detailreich. Dafür, dass das Spiel 11 Jahre ist, ich bin immer wieder fasziniert, wenn ich mir WoW angucke. Gut, WoW ist eine ganz andere Geschichte. Das ist so detailverliebt hier alles. Ich finde das toll. Mit dem soll ich sprechen, ne? Erstmal gehen wir ein bisschen verkaufen. Was benötigt ihr? Ich weiß, soll das mal anders machen. Ihr benötigt nicht zufällig etwas? Auch kein Mensch hier das Zeugs. Ich weiß, Auktionshaus verkaufen, aber die Zeit habe ich leider nicht. Ich habe das am Anfang ein bisschen gemacht, aber... Oh, da hat dich der Bot gestrikt, sorry, weil du irgendwie Punkte verwendet hast zwischendrin, also 2 Punkte ohne Leerzeichen. Dann meinte er, das wäre ein Link und da du kein Subscriber von mir bist, darfst du keinen Link posten, ne? Deswegen wurden jetzt die Nachrichten gelöscht. Schreib es einfach nochmal. Also ich habe es gelesen. Bald gibt es eine Grafiküberarbeitung. Wird auch M. Und dann war es weg. Ja, das macht der Bot automatisch so eingestellt, weil es Leute gibt, die hier reinkommen und irgendwelche Pornhub-Links spammen und so. Und das musst du halt unterbinden, indem du sagst, es dürfen nur Subscriber dürfen Links posten. Ja, aber du wolltest ja keinen Link posten, du musst halt einfach nach, wenn du einen Punkt machst, dann ein Leerzeichen machen. Dann macht er das nicht. Oh, Schneiderkunst, gibt es was Neues? Jawohl. Nice.
Das mit dem Grafik überarbeiten habe ich gelesen. Wann, weißt du genau, wann das kommen soll? Habe ich schon, oder was? Ja. Was benötigt ihr? Ich könnte eigentlich mal den ganzen Crap hier wieder schlucken, ne? Sonst mache ich es eh nie. So. Das ist leer. Zack. Was sind das hier oben? Ach, das ist auch leer. So. Könnt ihr mich denn nicht meinem Elend überlassen? Gandalf ist ein guter Mann, der etwas riskiert hat, als er uns versprach, dass wir euch trauen können. Für ihn und unsere lange Freundschaft mit ihm hoffe ich, dass ihr das Risiko wert seid. Wir sind ein einfaches Volk, das außerhalb der Gesellschaft bleiben will. Aber es gibt Anstrengungen, die alle unternehmen müssen, um zu überleben. Wir möchten euch um Hilfe bitten, damit ihr beweisen könnt, dass ihr es wert seid. Klar. Es tut mir leid. Benötigt ihr etwas? Ihr habt lange gekämpft und wir sind euch dankbar für alles, was ihr getan habt. Anscheinend habt ihr nur die mit besten Absichten gegenüber unserem Volk. Dafür werden wir euch einen Wunsch erfüllen. Es tut mir leid, dass ich euch belästigen muss, aber würdet ihr mir vielleicht helfen? Genaues Datum ist nicht bekannt. Ich setze aber nicht so viel Wert. Nein, ist ein schönes, ist nice to have, ne? Nenne ich das immer. Aber ist jetzt nicht wichtig, das stimmt schon. Ne? Wichtiger wäre mir, dass das vielleicht mal. Ich weiß aber nicht, das werden die Entwickler nicht machen. Die Entwickler sind ja nur auf Geld aus, eigentlich, ja. Und also, das nicht falsch verstehen, ja. Aber die wollen einfach Addons raushauen, die halt Geld bringen, Geld bringen, Geld bringen. Weil für mich sind es pro Klasse wesentlich viel zu viele Spells, ja. Das ist ja brutal, wie viele Spells jede Klasse hat. Und die Hälfte davon ist unnötig. Ja, wenn du hier unten mal guckst, ich habe 2 Casts, ich habe 1, 2, 3, 4 Instant und 2 Finisher. Wer braucht das alles? Und das sind nur die Angriffsspells. Die Heal-Spells kommen ja noch dazu alle. Und ich bin auch noch lange nicht bei Max. Ich bin ja jetzt gerade mal Level 26 oder so. Ja, also ihr wart sehr geduldig, Gorbi. Ihr müsst verstehen, ein bisschen entschlacken das Ganze, ja. Oder auch diese ganzen Nahrungszeugs und so, das ist alles so überladen. Aber ist okay. Ist okay. Ihr wart sehr geduldig, Gorbi. Ihr müsst verstehen, dass wir zurückgezogene Leute sind. Unsere Freunde bedeuten uns viel und wir halten sie so gut beschützt, wie wir nur können. Radagast ist ein solcher Freund und er ist auf Geheiß unseres Anführers hier, um uns bei einem Schrecken zu helfen, der aus einem langen Schlummer erwacht. Er hat sich in der Feste Guruth niedergelassen, dem Ort, den wir unser Heim nennen. Ihr dürft gerne die Reise gen Osten auf euch nehmen. Die Ruinen befinden sich nördlich der großen Oststraße, bevor die Straße sich durch den nördlichen und südlichen Sumpf schlängelt. Sucht im Turm nach Radagast. Vielleicht gibt es einen Weg, auf den ihr ihn ebenso helfen könnt, wie er zweifellos euch helfen wird. Und der hat nur noch einen Jagdauftrag. Okay. Ist hier raus? Ja. Yeah. Okay, jetzt können wir da unten die 2 Dinger noch abgeben, die 2 Questen. Sprecht mit Radagast den Braun. Wo ist der gute Mann denn? Oh, da oben. Oh, ich weiß, das hier war auch krass, das Gebiet. Das war so sumpfig. Und da gibt es auch eine Instanz drin, ne? Ich habe auch 8 Fähigkeiten, die ich permanent verwende. Schon recht schnelles Getippe. Ja, ja, das halt. Man könnte das ein bisschen entschlacken. Die Rotation ein bisschen kleiner machen. Aber gut. Das halt macht halt WoW recht gut. Aber WoW hat natürlich auch viel, viel mehr Leute, die daran arbeiten. Viel, viel mehr Leute, die bezahlen.
viel größere Community und dementsprechend ist das hier, das hier ist ja ein ganz kleines. Ich weiß gar nicht, ob es hier Zahlen gibt, wie viele Leute das noch aktiv spielen. Das ist halt auch schwer bei so einem Bezahlmodell zu sagen, wer spielt das aktiv und wer nicht, ne? Das ist echt schwer zu sagen. Massiv-Quests. Da werden wir wohl noch einiges zu tun haben, bevor wir zu Aragorn, zu Radagast kommen. Och du Scheiße. Warum belästigt ihr mich? Was für ein schrecklicher Tag. Oh, weh mir. Darf ich euch einen Moment eurer Zeit stehlen? Dürfte ich kurz mit euch sprechen? Würdet ihr mich jetzt bitte mein Anliegen vortragen lassen? Ich lasse nicht zu, dass man mich ignoriert. Würdet ihr mich jetzt bitte mein Anliegen vortragen lassen? Würdet ihr mich jetzt bitte mein Anliegen vortragen lassen? Ja, so viel dazu, ne? Wie gesagt, dauert noch ein bisschen, bis wir zu Radagast kommen. Hier geht's direkt von hinten rein, das ist ja nice. Kennt man? Ja, ich kann mich hier noch dran erinnern. Das sind alles Elite, das heißt, das sind wahrscheinlich auch teilweise. Nö, okay. Ne, Elite nicht, aber ich sag mal Named, ne? Elite sind sie ja, glaube ich, erst wenn die so einen Kopf dran haben oder sowas, ne? Der hat jetzt nichts gehabt. Scheint nicht. Ach, hätte ich gar nicht einfach runterlaufen. Okay. Ich mag das einfach. Ich finde das cool hier, dass das wirklich auch die Landschaft sehr detailverliebt ist, ja. Also es gibt super viele kleine Ruinen, es gibt super viele kleine Anlaufstellen. Super verwinkelt ist alles, was ich richtig geil finde. Ist alles da unten? Oh, jetzt muss ich die auch töten da unten, ne?
wo sind denn diese ganzen? Das hier, die Toten verbrennen. Verbrennt ihr Kleinleichen unter Minas? Unter. Old but gold, ja. Unter. Das heißt, ich muss da runter jetzt. Das da unten ist noch eine Höhle, oder was? Ah, da sind die Leichen. Okay. Alles klar. Ja, ist super schön gestaltet, ne? Das muss man echt sagen. Ich habe das bei WoW früher auch immer gemocht. Wenn du halt so kleine Instanzen hattest. Aber da gab es halt nur diese normalen Instanzen eigentlich. So richtige Höhlensysteme und so in der freien Landschaft gab es eigentlich einfach. Also, muss nur für die Taten machen. Wie hast du das denn gemacht? Hast du die Taten immer gleich mitgemacht? Außer Sichtweite? Okay, der ist anscheinend buggy. Brauche ich alle gar nicht hier, die Spinnis. Also grundsätzlich mit, ja, ich habe es auch. Ich war eine Woche krank und dann habe ich die ganzen Taten nachgeholt in den vorhergehenden Gebieten. Im Stream ist halt immer ein bisschen schwierig, ja, weil die Leute wollen halt Action sehen und Gameplay sehen und halt wie der Gorbi 5000 Gegner schnetzelt. Wartet mal kurz. Die Schätze in ihren Netzen. Okay, das ist die hier hinten. Die Totenprogramm ist auch hier. Die Spinnen. Weber. Ist auch hier. Und was ist das Blaue? Das hier. In ihren Netzen. Aber das ist da unten auch. Also, dann laufen wir mal in die andere Richtung. Herr Bade. Guter Bade. Ist ein Dash, wäre jetzt cool. Wenn euch auch aufs Pferd, aber. Ist lame. Die sind das, die ich brauche. Hier kommen wir doch in die richtigen Gebiete. Ja, es ist zwar jetzt nur hier rumlaufen und ein bisschen looten und töten, aber trotzdem ist es schön, weil man wissen will, was ist so um die nächste Ecke und so. Hallo? Die sind schon ein bisschen hässlicher hier. Sogar verletzt. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass die Server nicht ganz so toll sind. Also, du hast immer so minimal Lag. Also es reagiert nicht instant, das Spiel, wenn du auf den Button klickst. Beziehungsweise wenn du anhältst, musst du immer noch ein Stückchen länger warten. Hallo. Du musst erst anhalten, kurz warten und dann kannst du dein Spell drücken.
Finde ich ein bisschen schade. Ist nicht ganz so smooth. Können Sie die Server austauschen? Wieder ein Punkt oder Leerzeichen. Vielleicht können Sie die Server austauschen. Leist. Sorry, da kann ich nichts dran ändern. Das ist der Bot. Passiert. Oh. Da brauch ich noch. Perfekt. Aber man hat HP-technisch noch gar keine Gefahr irgendwie, ne? Abgeschlossen Vielseitigkeit. Nice. Warum komme ich denn nicht durch? Hallo? Spiel nebenbei Herr der Ringe online. So muss das. Naja, wir brauchen die Spinnen auch noch für die Tat. Alles gut. Aber dann nimmt man natürlich nicht die Spinnen hier, weil die sind zu stark zum Farmen. Widerstanden, ich glaub's ja, ne? Oh, hier habe ich noch einen vergessen. Kann das sein? Ah, ne, okay. Was ist hier noch? Die Netze. Tabletze. Ach, die Schätze. Okay. Diese Ultis sind so geil, ne? Also dieser Startspell mit AOE, Splash Damage, plus die Ulti. Es ist Weltklasse. Echt cool. Echt zwei geile Spells. Also so richtige Glaskanone, glaube ich, später. Ich glaube, du hast später echt ein Problem damit, dich am Leben zu halten, aber du haust Ultra Damage raus. Oh, jetzt haben wir zwei von denen, okay. Hier noch? Jetzt hier hoch? Okay, hier kommt man wieder hoch. Kann ich die Leiche nochmal nutzen? Nein, jetzt ist sie verschwunden. Barad Yachyant. Hallo.
meisten Schätze, aber doch eine Leiche brauche ich. Bin gerade auch über P-Modus. Kann man sich da wirklich einen Modus? Also ist das echt so? Dass du sagen kannst, ich bin im RP-Modus, dass das andere Leute auch sehen? Nee, ne. Hat damit nichts zu tun. Du bist einfach nur für dich im RP-Modus wahrscheinlich. Schätze habe ich alle. Man merkt es, wenn Leute im lokalen Chat immer... Okay, alles klar. Finde ich aber gut, wenn nicht geflamed ist. Da hinten ist die letzte Leiche auch noch. Geil. Dass nicht geflamed wird, wenn man nicht im RP, wenn man nicht im RP-Modus ist. Finde ich super. Ich bin nicht so der RP-Typ. Ich mache das nicht so gerne. Mir ist das zu zeitaufwendig. Oh, wir haben ja alles, oder? Cool, jetzt brauchen wir nur noch hier. Sammle die Statue einer Maid. Und wer kann die alles haben? Die Billwisse. Alle Billwisse, okay. Und weiche Luchsfelle. Das ist hier drüben, okay. Okay, dann gehen wir mal hoch. Billwisse waren oben, ne? Also krass, wie zeitaufwendig ein MMO ist, ne? Das ist halt echt brutal. Weiß gar nicht, wie es hier ist, wenn man im High-End Content raiden will. Ob man da viel farmen muss. Wer hat denn hier alles getötet? Hier waren noch massiv viele Gegner. Irgendeiner hat hier alle Billwisse getötet. Irgendeiner ist hier komplett durchgeschnetzelt. Ah, hier, guck mal. Ja, von mir aus annehmen. Hä? Habe ich es jetzt schon bekommen? Ja, habe ich schon bekommen. Gruppe verlassen. Gefährtengruppe verlassen. Okay. Alles, was ich brauche. Tut mir leid, Leute. Das sieht jetzt ein bisschen blöd aus für die Leute, aber... Ziemlich aufwendig, ne? Achso, man muss wirklich, wenn man im High-End-Content raiden will, oben mit raiden will, sich Pots farmen und sowas, wie früher in WoW. Das ist halt hart. Das fand ich das einzig Gute an WoW, auch wenn jeder sagt, das ist zu casual. Dass man das nicht mehr machen muss, wenn man raiden will. Potsfarm. Das war das Schlimmste damals. Zu Vanilla-WoW-Zeiten. Flasksfarm. Steinschuppenaale angeln. Stundenlang. Meine eigentlich RP, also. Ja, ich bin nicht so erfahren. Dauert Instanzen ziemlich lange. Okay. Ja gut, das ist kein Problem. Da habe ich echt keine Probleme damit, wenn Instanzen lange dauern. Ich hasse es nur, wenn ich vor jedem Raid, der 3 Stunden geht, 4 Stunden farmen muss. Das nervt mich. Ich komme hier irgendwie hoch.
Aber soweit werde ich eh nicht kommen, ne? Ich will ja nicht, dass Herr der Ringe Online mein Main-Game wird. Was ich hier dann jedes Mal, wenn ein Addon rauskommt, durchnerde und nur damit Leute bei mir in den Chat kommen. Ich spiele das Spiel ja als Ausgleich zu meinen anderen Spielen, die ich sonst spiele, die mir ein bisschen mehr abverlangen als dieses Game. Und dafür ist das Spiel ja bei mir gedacht. Zum Chillen. Luchsfelle brauche ich. Guck mal hier. Ein Luchs. Eins nice Luchs. Hallo, eins nice Luchs. Soll ja ein bisschen zum Leveln entspannen und mit netten Leuten wie euch erzählen sein. Ne? Dafür ist es gedacht. Zweimal die Woche, dreimal die Woche irgendwie gemütlich. Ich weiß nicht wie oft, keine Ahnung. So oft sich eben ergibt. Ich bin anscheinend genau in die richtige Richtung gegangen. Ja, es gibt sehr wenig, ich hab's gesehen. Und auch sehr wenig, was natürlich auch daran liegt, dass sehr wenige Leute das einfach gucken. Ja. Das sind jetzt Steam-Zuschauer hier, wahrscheinlich sind drei davon Bots. Und dementsprechend, ja. Aber das ist ja auch nicht die Intention dahinter. Ich verstehe es aber gar nicht, dass das Spiel so einen schlechten Ruf hat in Streams. Weil WoW... Obwohl, Final Fantasy, selbst Final Fantasy, das zweitgrößte MMO, hat keine Zuschauer, ne? Also, dementsprechend. Es ist halt nur WoW. Und WoW hat auch nicht so viele Zuschauer. Und immer nur, wenn Addon rauskommt. Ansonsten gucken auch nicht so viele Leute WoW. Im Vergleich natürlich zu anderen Sachen. Aber das ist wieder diese ewige Problematik. Singleplayer-Spiele werden halt nicht so oft geschaut. Und ich zähle das hier als Singleplayer-Spiel, auch wenn es ein MMO ist. Aber es ist halt kein kompetitives Spiel und dementsprechend gucken das die Leute nicht. Singleplayer-Spiele gucken die Leute nur, wenn es neu ist. Bis jeder es mal gesehen hat und danach wird es nicht mehr geguckt. Außer es ist Dark Souls. Schwere Spiele nenne ich es mal. Nicht Dark Souls, unbedingt auch schwere Spiele. Euch alle? Jawohl, ich hab's alle schon. Geil. Hier, fix hier die 5 Quests. Aber wahrscheinlich gibt's noch 10.000 Folge-Quests. Aber guckt euch das doch mal an. Gerade wie das hier jetzt aussieht. Ich finde das so toll. Und das ist 11 Jahre alt, das Spiel. Ja? Das ist damals, das Problem damals war, das ist zu früh rausgekommen, ja. Da war der WoW-Hype noch so groß. Weil selbst ich damals als riesiger Herr-der-Ringe-Fan habe das Spiel zu Release nicht gespielt, obwohl ich mir es genau überlegt habe. Aber da war eben WoW noch viel zu groß und zu mächtig. Dementsprechend habe ich es erst später gespielt und nicht zum Release. Ja, dementsprechend, die hätten noch 3 Jahre warten müssen mit dem Spiel. Aber klar, das ist in der Entwicklung, das muss raus, das hat Geld verschlungen, das muss endlich was einnehmen. Wäre es 3 Jahre später rausgekommen, hätte doch jeder wieder über die Grafik gemeckert und so, ne? Ah, ist immer schwierig. Warum belästigt ihr mich? Aber es hält sich ja, das muss man auch sagen. Hier? Viele andere Spiele sind schon längst den Bach runter. Das hier hält sich. Auch verfügbare Aufgabe, allmächtiger. Wahnsinn, jetzt gehen wir erstmal alle ab. Was für ein furchtbarer Tag. Ja, ein bisschen Vitalität ist auch in Ordnung.
Ich habe doch leichte Rüstung. Warum gibt es eigentlich hier immer dann verstärkte Lederrüstung? Das verstehe ich nicht. Damit kann ein außergewöhnliches Stück der mittleren Rüstung der Macht ausgewählt werden. Das verstehe ich nicht. Warum gibt es die Dinger nicht für leichte Rüstung? Das verstehe ich nicht. Oder gibt es hier keine mittlere Rüstung? Ach, hier gibt es nur schwere Rüstung. Handgelenk. Und Schild. Okay, als Alternative dann einfach, ne? Wie unhöflich. Dürfte ich kurz mit euch sprechen? Darf ich euch einen Moment eurer Zeit stehlen? Würdet ihr mich jetzt bitte mein Anliegen vortragen lassen? Ich lasse nicht zu, dass man mich... Bist du oder lest ihr euch das alles durch hier immer? Würdet ihr mich jetzt bitte mein Anliegen vortragen lassen? Ich lasse nicht zu, oder dass man mich... Oder auch eine Main Story. Aufgabengegenstand? Was habe ich denn für einen Aufgabengegenstand? Das habe ich doch schon gemacht. Aha, okay. Das ist doch Radagast, der stand doch da, oder? Na gut, was müssen wir jetzt hier machen? Nur die Main Story. Keine Punkte machen. Nur die Main Story. Ich meine, habe jetzt 3000 Aufgaben. Ja, wenn die alle lesen würdest, wäre hart, ne? Die sehen halt auch geil aus, die Halborks, ne? Ich finde, die sehen noch geiler aus als die normalen Orks. Frisch Vögelchen? Ah, ne. Meinst du, schnelles Tippen ist der größte Nachteil anscheinend bei dir? Nein, das hat ja, du musst einfach nur Leerzeichen machen, das musst du dir einfach merken. Ich muss das aber wirklich beibehalten, ansonsten ja, bekomme ich da ein Riesenproblem. Außer du subscribest mir, ich will jetzt aber nicht baiten, das zu tun, weil dann kannst du das kostet ja aber Geld, das will ich nicht. Zumindest nicht, wenn du das erste Mal hier bist im Stream. Ja, dann kannst du nämlich links posten. Dann würde der Bot in dem Fall keinen Fehler anzeigen. Sammelt gestohlene Kisten. Wo sind die? Die muss ich auch noch machen. Sammelt gestohlene Kisten. Die Kisten müssen ja auch irgendwo rumstehen. Oh, guck mal. Läuft da wieder direkt vor die Flinte hier. Wo sind die gestohlenen Kisten? Die müssen dann auch hier irgendwo rumstehen. Oder gibt es irgendwo ein Halborg-Lager? Wie gesagt, ich will niemand hier baiten. Oder dazu zwingen oder dazu animieren, bei mir zu subscriben. Das ist eine komplett freiwillige. Das ist komplett freiwillig und soll auch so bleiben. Ich arbeite Vollzeit, ich bin nicht auf irgendwie Geld angewiesen im Stream. Das ist einfach nur, wenn jemand denkt, okay, ich habe Bock, einen Streamer zu unterstützen und der Gorbi ist mein Mann. Und darf er das gerne tun. Die Möglichkeit besteht.
Das war's aber auch schon, ne? Die Geräusche sind manchmal noch komplett fehlerhaft, ne? Also es kommt hier von links hinten irgendwie das Geräusch. Oh, das ist ein Lux, den wollte ich gar nicht, Und da ist ein S vor mir. Mal sehen. Ja, wie gesagt, das ist ein Gottes Willen. Alles gut. Ich bin ja auch kein Herr der Ringe Online Mainstreamer oder so. Das heißt, so oft spiele ich das Spiel ja hier gar nicht im Stream. Also wenn ich spiele, dann im Stream, aber... Oft spiele ich es einfach nicht. Ich spiele das nicht täglich irgendwie im Stream. Da habe ich leider andere Games, die ich spiele momentan. Da hinten sind auch noch Borgse. Okay. Es laufen doch ab und zu Spieler rum. Das finde ich gut. War schon selten, ne? Also es gibt nicht so viele Leute. Zumindest auch nicht hier in den Anfangsgebieten, klar. In Mordor wird es schon anders aussehen. Bei dir ist es noch seltener. Warum? Weil viele Anfänger nicht so weit spielen, dann meinst du? Ja, ist echt schade. Ja, klar. Die Nerds, oder die, was heißt die Nerds? Das ist immer so ein negatives Wort. Seht mal, wie das aussieht. Das ist einfach schön. Die Leute, die es halt konsequent spielen, als ihr Main Game spielen, die sind halt direkt in Mordor, klar. Und hier sind halt die Anfänger, wie ich. Die halt denken, sie werden es lang spielen, das Spiel. Man es dann macht, ne? Und dann irgendwann verliert sie es halt. Okay, ich denke, ich muss da rein. Und dort werden auch die Waren stehen von den Halborks. Was muss ich dann noch machen? Kampf der Weißen Hand. Hontimurz Wächter und den Hontimurz. Ah, das sind auch die Kisten. Nur, wo geht's da rein? Wahrscheinlich eher oben, ne? Einsame Land ist halt ein bisschen trist, ne? Sogar, finde ich. Auenland war da schon schöner. Oder Eridlun war auch schöner.
What? Rohan, Rittermark. Ja, da habe ich irgendwann aufgehört, meine ich. Oder kurz davor, ich bin mir nicht mal ganz sicher. Aber nicht, weil es mir keinen Spaß mehr gemacht hat damals, sondern ich weiß gar nicht, ob ich was anderes gespielt habe oder einfach keine Zeit mehr hatte damals. Ich weiß es nicht mehr, warum ich. Ich weiß nicht mehr, warum ich aufgehört hatte. Ah, ich komme dem Dicken näher. Da oben wird er sein. Muss er irgendwo sein. Ein Anführer ist hier schon mal. Hier bin ich. Oder ist der in der Festung? Das kann natürlich auch sein. Nee, da gibt es ja nichts innen drin. Wir werden den schon finden. Ah, da hinten steht er. Ich sehe schon. Da ist er, der Mutz, ne? Ja. Da hinten ist er drin. Ich fand Moria damals halt einfach Weltklasse. Auch wenn es sehr verwinkelt war und ich mich sehr oft genervt hat, da durchzureiten und so. Ich hab noch so Ali, ne? Egal. Tschüss. Und die Murz besiegt. Ich konnte die Hauptsache nicht weitermachen. Spielfehler? Echt? Und dann? Wie hast du das geregelt? Sammelt Relikte. Halbblutdiebe. Okay. Hat dir der Support geholfen dann? Mhm. Ticket und hat sich keiner gemeldet oder was? Da sind die Relikte. Okay. Oh, das sieht auch nice aus hier. Wurde bearbeitet. Tatsächlich sogar ziemlich zügig. Ja. Das ist natürlich sehr hässlich, wenn sowas passiert. Oh.
Warum hängt das Spiel manchmal so? Komisch. Und dann? Könntest du weiterspielen, oder? Wäre ja scheiße, wenn du das nicht machen würdest. Gerade die Main Story, so Sidequest-Reihe oder so, ist ja recht wurscht, ne? Aber... Zielführend, da, ich grüß dich. Willkommen. Für die letzte viertelhalbe Stunde. Na, habe. Was mit Viertelstunde? Die letzte Viertelstunde ist das, bevor ich ins Bett gehe. Könnte alles dort beenden, sonst wäre es echt, ja klar. Aber mein, du zahlst Geld dafür, ne? Obwohl, für die Main Story zahlst du kein Geld. Die ist auch so spielbar. Fast schon eine Stunde zu, das passt schon. Ja, das ist doch schön. Ein kleiner Lurker. Aber ist ja gut so. Oh, da sind noch zwei, dann haben wir sie, ne? Nice. Guck mal, wir haben 10 Zuschauer erreicht. Das ist, für dieses Spiel ist das Weltklasse. Vielen Dank. Wo schnappen wir uns noch? Ein Bund Schnittlauch, ja. Wer legt's nicht da rein in so eine Truhe? Ein Bund Schnittlauch. Nice. So, jetzt müssen wir nur noch Worge. Warge, nicht Worge. Warge töten. Und dann haben wir das schon, ne? Ja, schieß mich ab. Den will ich töten. Ja, bei mir ist es so, ich versuche halt immer für den Stream das so kompakt wie möglich zu halten. Okay, das hat jetzt gar nichts gebracht, oder? Hm. Glückwunsch, ja, schließen. Und halt eigentlich am Stück recht viel Story zu machen. Das ist aber hier recht schwierig. Eigentlich müsste ich wirklich mal so 20 Level machen und dann die Story am Stück spielen. Aber dann ist es halt auch viel Lesen für mich, ja. Was auch wieder nicht unbedingt so angenehm ist, die ganze Zeit einfach nur stupide vorzulesen. Normalerweise nicht. Normalerweise streame so oft, eigentlich in der Woche, unter der Woche oder eigentlich immer, dass ich gar keine Zeit habe, um offstream weiterzuspielen. Eigentlich mache ich das im Stream dann auch. Wie gesagt, aber die Taten werde ich vernachlässigen. Ja, erstmal. Da liegt jetzt kein Fokus drauf. Das bringt dich ja auch nur minimal weiter, ne? Was den Charakter, um den Charakter stärker zu machen. Ist jetzt nicht unbedingt erforderlich, ja. Ist zwar cool, zumindest ein paar Taten zu machen. Aber der Fokus liegt eher auf Main Story und Leveln. Wenn ich dann mal
keine Ahnung, Level 90 bin und so, dann kann man das immer noch entspannt nachholen, die ganzen Taten. Ich hatte jetzt nur, weil ich halt eine Woche oder anderthalb Wochen krank war, habe ich halt die ganzen Taten gemacht von den ersten drei Gebieten. Ein Stück weiter, ne? Ja. Wenn ich offstream mal Zeit habe, was zu machen, dann bastle ich hier an irgendwelchen Stream-Setups und mache meine Thumbnails für YouTube und richte meinen YouTube-Kanal ein und spiele da ein bisschen rum. Oder mache eben hier solche Sachen. Ja, solche Layouts und so weiter. Damit der Stream ein bisschen schöner aussieht. Das ist wichtiger als ein paar Taten. Ich verstehe es, für High-End-Content oder so sind die ganzen Taten dann natürlich irgendwann wichtig. Oh ja, die sind sehr aufwendig, zielführend. Ganz schlimm. Das ist völlig inakzeptabel. Aber musst du auch machen, ja. Ist alles. Sieht dann ein bisschen professioneller aus, das Ganze. Es ist ein bisschen schöner anzuschauen. Oder solche Sachen hier. Ne? Oder im Kino. Solche Sachen. Das lockert den Stream ein bisschen auf und da gehört ja auch dazu. So, brauche ich das hier? Kritischer Multiplikator, Taktik. Ich liebe sowas. Ja, das macht doch Spaß. Das macht doch Spaß. Was denn kritischer Multiplikator, Taktik? Kannst du mir das erklären, Happy Brim? Was ist Taktik? Nur für mich zur Info, falls ich weiß nicht, ob du das weißt. Was benötigt ihr? Schwert bekomme ich sowieso und dann hier noch das hier? Nein. Ich verlange nicht viel von euch. Was ist nur aus dieser Welt geworden? Oh, hier. Was für ein furchtbarer Tag. Dürfte ich kurz mit euch sprechen? Oh, hier ist doch noch was. Okay, da gehen wir nochmal rein jetzt. Nishruk. Der Anführer. Müssen wir töten. Alles klar, machen wir das. Tschüss. Oh, doch mal nicht. Oh, die haben gut HP, die Jungs hier. Ich hab was gehört, deswegen. Ich hab gedacht, ich werde angegriffen. Ha, jetzt gegen die Mauer geschmissen, sein Ding. Warum widerstehen die meinem Finishing Move? Das ist kacke. Na, vielleicht muss ich die gar nicht töten. Oh Gott, das ist weit. Das Problem ist, ich brauche die nicht mal für irgendwas, also lass ich sie lieber stehen, ne?
Totstellen wäre ein schöner Move. Einfach rüberhalten, dann wird's erklärt. Wo? Beim Item? Kann ich nicht. Und im Dings... Oh, der läuft weg! Und hier steht das nicht drin. Taktik. Taktische Beherrschung. Ah, hier, okay. Ah, das ist dann Taktik, okay. Erhöht den Schaden eurer taktischen Angriffe gegen... Taktische Beherrschung erhöht den von euch verursachten taktischen Schaden und die von euch ausgeführte Heilung. Was ist denn taktischer Schaden? Das ist das Zauber? Weil physisch ist ja wahrscheinlich Nahkampfschaden, ne? Und physischer Fernkampfschaden ist mit Bogen. Und taktischer ist dann wahrscheinlich, wenn es Heilung und taktischen Schaden verbessert, dann ist es ja wahrscheinlich Zauber. Nice. Okay. Hätte ich das gewusst, hätte ich es vielleicht sogar mitgenommen. Danke. Den Anfänger. Aber du bist weiter als ich. Es ist echt weit bis darüber, ne? Wie gesagt, ich habe auch schon einen Charakter auf 86, aber das war jetzt mir kein Begriff mehr. Wahrscheinlich wäre es simpler, einfach rüber zu reiten. Deswegen totstellen. Ich glaube, der Jäger kann sogar totstellen, wie bei WoW. Ich habe auch mal einen Jäger eine Zeit lang gespielt, aber ein paar Level. Ich glaube, da kannst du dich einfach rüberreiten, totstellen, dann meinen alle, du bist tot, hauen ab und du kannst dich wieder aufrichten. Das ist echt cool, um schnell irgendwo hinzukommen. Da muss ich wahrscheinlich rein, ne? Das ist die Frage. Den hauen wir mal weg. Muss wahrscheinlich hier durch diese Katakomben da oder durch dieses Mausoleum oder Kolosseum, keine Ahnung, wie man das nennt. Muss nochmal gucken, ob ich hier vielleicht drauf komme sogar. Oh nice, hier komme ich ran. Könnte der erste schwierige Gegner werden. Naja, es ist aber immer noch solo machbar, alles. Noch nicht für eine kleine Gefährtengruppe gedacht. Ich glaube, man kann eh sogar viel solo machen hier, ne? Hallo. Bombenbauer. War das für ein Blitz? Oh, ist hier Saurons Auge unterwegs schon? Fand ich immer krass. Hoffentlich zieht der Typ jetzt keinen Train hier. Oh ne, macht er nicht.
gehabt. Das hier ist Saurons Auge, ne? Der Malus. Grauen. Angesichts etwas derart Bösen wird euch das Herz schwach. Plus zwei Grauen. Stimmt. Wird dein HP gesenkt. Das macht es natürlich schon ein bisschen schwieriger. Feuerwerfer der weißen Hand. Mich nervt nur, dass sich die Aufgaben bei mir nicht im Widerstand fahren ist. Also auf dieser Seite meinst du? Ja, da ist, da, die Seite ist geil, ne? Ist echt gut. Aber die haben irgendwann aufgehört, ne? Zu sammeln. Reiter von Rohan oder so haben sie aufgehört, ne? Aber steht da nicht irgendwas, dass es auf einer anderen Seite weitergeführt wurde? Was ist das hier? Warum? Das ist aber kein Portstein oder sowas, ne? Ne, ich kann es nicht anklicken. Das ist echt schade, weil die Seite ist echt tiptop gemacht, ne? Reiter von Rohan, der Widerstand. Aber auf der Widerstand steht irgendwie, wenn du auf, dann auf die Reiter von Rohan gehst, also auf, die, auf das Add-on, die Reiter von Rohan, glaube ich, oder auf das letzte, was beim Widerstand vorhanden ist, stand da irgendwas von wegen, die wurden auf, wird auf folgender Seite fortgesetzt. Und wenn du dann da draufklickst, ich weiß aber nicht, wie weit es dann geht, ja? Auf der Fortsetzseite. Es kann natürlich sein, dass es da auch dann schon zu Ende ist. Es tut mir leid. Benötigt ihr etwas? Keine Macht. Oh, was ist das hier? Habe ich noch gar nicht, kann das sein? Das ist ein Beutel. Wo kommt der denn hin? Hier? Hier, wie geil. Nice, hatte ich noch gar nicht. Cool. Coole Sache.